Ich glaube, die Zukunft der Arbeit wird von Experten und Spezialisten zweiter Ordnung geprägt sein. Was meine ich damit? Also wir müssen alle Experte werden im Lernen von neuen Fähigkeiten, von neuen Kompetenzen. Das tun wir nicht einmal in der Schule, einmal in der Hochschule und das war's, sondern das tun wir unser Leben lang. Und wir müssen so eine Metakompetenz entwickeln, immer neue Skills und immer neue Themen uns zu erarbeiten. Und von diesen Skills wird es nicht nur Dutzende geben, nicht nur Hunderte, es wird Tausende von geben. Und wir müssen sehr schnell erkennen, für welche Aufgabe brauche ich jetzt welche Skills. Wir müssen diese Skills uns aneignen, auch über digitale Plattformen und dann halt umsetzen. So, und ich glaube, das ist so die, das meinte ich so mit Kompetenz, Meta-Ort und zweite Ordnung, dass wir so das lernen, sozusagen mit diesen Skills halt umzugehen. Also nicht Experte in einem Fachgebiet und dann Scheuklappen zu haben, sondern diese Meta-Kompetenz ständig sein eigenes Fachgebiet neu zu umzäunen.